3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen bei dieser wundervollen GTA Online Challenge. Sehr gut. Mit Peter Jonathan, Sebastian, Peter und mir. Ja, Mann. Christian. Wir machen heute GTA. Quatsch, wir machen heute GTA. Ja, das wir ist richtig. Wir machen heute Hitman. Hitman vs. NPCs Challenge, Junge. Deswegen dürft ihr mich schon sehen. Die anderen haben sich wieder in unserem Shoppingviertel. Oh, ich zeige mich mal kurz, wie ich aussehe. Ich gehe mal shoppen hier, ja, warte mal. Und ihr habt gleich 20 Minuten Zeit, entweder mit der, Schalldämpferpistole oder dem Scharfschützengewehr Leute zu erschießen. Und hoffentlich sind es Peter, Sepp oder Jay. Wir haben mitbekommen, dass ihr uns geschrieben habt: Hey, wenn du hier über das Scharfschützengewehr Leute beobachtest, dann könntest du eventuell. Lebensleisten sehen, die kannst du ja ausmachen über Online-Optionen oder nichts. Oder Spieleanzeige auf nichts. Das haben wir immer. Das haben wir immer. Du kriegst trotzdem die Leiste angezeigt, wenn du auf jemanden direkt zielst. Aber ja. Ich kann zur Sicherheit, ja, ne, bevor wir hier Blödsinn erzählen, gucke ich ja nochmal nach. Da Spieleanzeige nichts. Ja. Selbstmord kostet nur $500, Leute. Man sollte sich darüber mal Gedanken machen. Ja. Gut. Also ich krieg das billiger hin, also. Seid ihr fertig? Ja. Ja. Lauf schon rum. Dann, ja, okay. Dann, ja, würde ich sagen, laufen die 20 Minuten. 3, 2, 1, go. So, halt dann mal. Alter, ich hätte gedacht, das wäre jetzt einer von euch. Der sah eiskalt so aus wie einer von euch. Nein, nicht treten! Oh Gott. Hallo, mon chéri. Oh, es hat noch keiner gefragt, ob wir das Geschlecht geändert haben. Das ist so unüblich. Ja, normalerweise fragen wir das immer. Ja, aber normalerweise ändern wir das auch nicht. Wer weiß. Ja, das ist richtig. Das ist immer der Joke in den Kommentaren. So, alter, Folge, 30. Hitman-Folge, habt einer von euch das Geschlecht geändert? Nein, haben wir nicht. Also ich nicht. Warum denn nicht? Ja, wir wissen auch nicht, wie Christian aussieht. Wir wissen auch nicht, wie wir untereinander aussehen. Deshalb dachte ich ja gerade schon, einer von euch wäre mir vorbeigelaufen. Ich habe ihn gegrüßt, aber irgendwie wollte er nicht zurückgrüßen, also. Bin ja, sehr weil enttäuscht. Vielleicht war es halt auch einfach ein NPC. Der in dem Fall der Hitman war. Oh lol, das sah gerade schon so aus, als wäre das. Als wenn der Hitman unterwegs wäre. Ja. Ich hab schon kaputte Autos gefunden. Oh, du bist uns auf der Spur. Kaputte Autos, okay. Was ist denn mit ihr los? Ach, schick. Beleuchtete Kleidung? Lege den Leuchteffekt für deine Bekleidung fest? What? Hast du so einen geilen Anzug an? Diese Ganzkörperanzüge? Krass, das wäre witzig. Das ist aber mach problematisch, Peter, wenn du dann nachher blinkst im Dunkeln. What the fuck? Ich mach das mal lieber aus. Aber ich wusste gar nicht, es gibt offensichtlich Pullover und Jacken, wo du dann nochmal einstellen kannst, ob du die Kapuze aufhast oder ob die Jacke zu oder geschlossen ist. Cool. Oha. Dann ist unter dem Schnellmenü unter Stil. Da kannst du auch deinen Tanzstil festlegen. Alter, ich will auch einen Donut. Warum kriegst du Donuts? Ne, ich krieg keinen, aber hier sind Leute mit Donuts. Achso. Ich glaube, ich habe noch keinen von euch gesehen. Ich will mir das. Ich habe auch gerade gedacht, dass neben mir hier wäre jemand, aber ist es nicht. Ich glaube, ich habe auch noch keinen von euch gesehen. Das ist total. Also, manchmal sind die NPCs aber auch echt komisch. Wo du so denkst, ja, das ist doch kein. Das ist kein NPC-Move, nee. Ja, ja, und das dann muss ist einer das von euch auch sein. Aber ist er nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Warum nicht? Ach, Scheiße. Ich habe meinen Laufstil geändert und der hat mir nicht gefallen. Ach so, da sehe ich einen von euch. Ich glaube, ich gehe auf den Controller, weil ich sonst zu schnell laufe. Ja, das habe ich auch. Das ist nämlich echt ein Problem. Hat irgendwer. Christian, hast du geschossen? Nein.
Das waren Pressen. Also hundertprozentig nicht. Warum laufen hier Leute dann in Panik? Stimmt, hier haben Leute echt Schiss. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Also ohne Witz. Okay, was habt ihr beiden gemacht? Oh, ich glaube... What the fuck? Ich glaube, da wurde wirklich geschossen, aber ja, Peter auch Peter. Gefunden, der seinen Laufstil ändern musste, während er auf der Straße steht. Oh, ja, ich stand vor einem Laden und hab mir das angeguckt, während ich das geändert habe. Ja, aber du hast doch kurz auf der Ecke gestanden und hast dich einmal im Kreis gedreht und bist kurz gesprintet und dann nochmal weitergelaufen. Peter, das war schlecht gewesen, Peter. Ja, das ist richtig belastend. Christian ist voll sneaky unterwegs, möchte ich mal ganz kurz sagen, ja. Sagt die ganze Zeit nichts und auf einmal bist du tot. Ja, ich bin sogar... Das ist ein guter Hitman. Ich den Weg abzuschneiden sogar. Dann auch noch, als ob du mich da... Oh mein Gott, da hast du mich genau in der Sekunde gesehen, wo mir das negativ aufgefallen ist. Oh, belastend. Ja, Peter. Aber ich habe die falsche Waffe gezogen, ehrlich gesagt. Ich wollte eine andere nehmen. Stimmt, du hast mich mit einer verbotenen Waffe gekillt, ja. Nee, ich habe dich mit dem Scharfschützengewehr gekillt. Ja, aber das war nicht... Ich habe noch kurz eine Hoffnung gehabt. Raketenwerfer. Dann wären wir beide gestorben, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Du standest recht nah. Oh Mann, ich habe mir so schöne Sachen angezogen. Oh. Schönen Trainingsanzug. Komm, Christian, einfach schöne mal Sachen, Peter. Ach komm, ey. Du hast eine Jogginghose angehabt. What? Ich einfach um die Ecke. Ich konnte überhaupt nicht mit dir spielen oder so. Dann konnte einfach Christian und ballert dich weg. Was hat der denn da gemacht? Ja, die konnte ich ja auch leider nicht auswählen. Ich bin nur zu dir gekommen, weil ich einem NPC hinterhergelaufen bin, von dem ich hundertprozentig überzeugt war, dass einer von euch. Genau, no, und dann kommt Peter und sagt, aber wolltest du uns aber nicht sagen, oder was? Ja, ja. Nee. Ich hab das Gefühl, hier fährt doch einer die ganze Zeit die Straße auf. Dann habe ich auch das Gefühl, dass du das bist, aber. Nee, Auto ist irgendwie doof. Aber dass du den auch siehst. Ledige 50 Personen mit dem Navy-Revolver. Okay. Ich finde sowieso, man wird total paranoid hier. Geht eigentlich. Ich glaube, ich habe noch nichts gesehen von euch. Machen wir so. Außerdem ist gut, wenn keiner sich umoperiert. Hier, Leon hat auch schon gesagt, keine Kinder, keine Frau. Was? Ja, er schießt keine Kinder und Kinder. Ach so, der Profi. Ach so. Was passiert, wenn ich mich falsch entscheide? Ach, dann ist das lustig. Minuspunkt gab's das doch, ne? Ja, stimmt irgendwie so. Scheiße. Aber Punkte haben wir eigentlich nie. Als hatte mich das lustig. Durfte ich Lester anrufen? Ich glaube, hier wurde geschossen. Ich glaube, ja. Also ich glaube, du darfst einmal Lester anrufen. Ja, ich hatte mich schon entschieden, aber ich habe gerade den gleichen Typen nochmal gesehen, der mich zu Peter geführt hat. Und dachte mir so, ja komm Junge, jetzt der muss dran glauben. Und der war nicht. Aber Christian, ich finde das gut, dass du dich nicht für mich entschieden hast. Da war nur einer, der mir entgegengekommen ist. Ja, aber... Vielleicht war ich auch in der Nähe. Und ich flüchte gerade. Ich darf doch schießen, wenn ich denke, dass du das bist, oder? Nee, das wenn der auf dich schießt. Haben wir doch gesagt. Ich hab gesehen, wie er geschossen. Ich hab gesehen, wie er den anderen erschossen hat. Ich dachte, da darf ich hier schießen. Achso, dann ist okay, ja. Ja, okay. Dann Jay hat Christian getötet. Oh mein Gott. Yes. Not bad. Der war auf der anderen Straßenseite und dann ist er weggerannt um eine Ecke und dann bin ich hinterhergerannt und dann kam er plötzlich mir entgegen mit seinem grünen Shirt. Ja, weil Sepp sagte, gut, dass du nicht mich genommen hast. Ich hab dich nicht gesehen. Ich bin gerade weggelaufen von dir und hab nur gehört, wie hinter mir geschossen wurde. Deshalb bin ich einfach weggerannt. Wait, das heißt, du warst die Frau? Nee, ich war der andere Typ mit dem grauen T-Shirt. Ja, sag das mal nicht. Mir kam nur eine Frau entgegen. Okay. Weil jetzt gibt's noch Runde 2. Ja, so. Jay macht das jetzt. Okay. Let's go! Okay, let's go! Da wird nicht groß geredet, da einfach let's go! Da war ich kurz überfordert. Das ist wie immer.
So, mach euch Fick, ihr Fickfressen. Fack machst du uns? Womit darf ich überhaupt schießen? Mit einer Pistole oder mit dem Scharfschützen? Oder mit dem Scharfschützen, ja, genau. Ah, ja. Okay. Und du darfst auch theoretisch mit dem Auto fahren, wenn du möchtest. Mhm. Okay. Darfst dich aber auch auf einen, auf ein Dach campen, quasi. Ja, ja. Was ist das denn? Hat da gerade einer von euch ein Auto geklaut? Nee. Kann ja nur einer gewesen sein, der ein Auto klaut, Peter. Ja, ich habe hier gerade... kein Auto geklaut. Wir haben hier gerade so eine Auto-Alarmanlage gehört. Das wäre mega dumm, wenn ich ein Auto klaue, was auch noch eine Alarmanlage hat. Ja, das siehst du ja vorher nicht. Ja doch, du siehst das eingeschlagene Fenster. Ja, ich meine, bevor du ein Auto klaust, siehst du nicht, ob das eine Alarmanlage hat oder nicht. Du meinst, es ist allgemein dumm, ein Auto zu klauen. Ja. Das okay. Fällt ja schon sehr auf. Findest du? Ja, schon ziemlich. Okay. Alter, ich hätte safe schwören können, dass das Jay im Auto ist. Also, der ist so dumm gefahren. Ja, aber NPCs fahren... Versteift euch ruhig, dass ich im Auto bin. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wir haben zu zweit auf der Straße zu drehen und die ganze Zeit ineinander reingefahren. Ach, wie dumm. Ja, aber der ist an der Ampel stehen geblieben. Jay wird nicht an der Ampel stehen bleiben. Der wird einfach eiskalt drüber brennen. Als ob! Hast du Peter gefunden? Ich glaube, ich habe dich noch nicht gesehen. Also ich habe mich auch nochmal umgezogen, sicherheitshalber. Besser ist das. Das freut mich, Peter. Ich finde das gut. Ja. Fahren aber auch dicke Bonzenkarren rum. Das ist richtig. Ich würde schon gerne mit über die Base driven. Also fährst du doch rum. Gerade wenn das umgedreht. Ja, hab ich. Okay. Oh, Christian, Scheiße, sieht dich wirklich. Alter, wo bist du? What the fuck, Alter? Oh, oh. Ist ja egal. Wir sind doch cool miteinander. Ja, aber ich bin da trotzdem fasziniert. Oh, ich hab ne Theorie. Oh, du fängst an zu regnen. Hast du mich nicht gesehen? Du hast mich gesehen, Peter. Du fängst an zu regnen. Oh, shit. Regen, Regen, Pitsche, Pitsche, nass. Könntet für Sepp jetzt für Jay natürlich jetzt einfacher machen. Weil die Leute Warum? Jetzt weggehen. Ja, ich glaube schon. Ja, gut ist das? Ja. Ja. Die Leute gehen. Alle. Wer ist denn. Wer geht denn wohin? Die Menschen, die auf der Straße die Menschen laufen, gehen jetzt. Alle weg. Wer geht denn wohin? Wer geht denn? Weiß nicht, wo die hingehen, nach Hause. Naja, nicht schlimm. Alter, jetzt fängt das aber richtig an, ne? Hey, hier sind doch gar keine Wolken. Ich sehe gar keine Wolken. Ist voll hell. Hey, du hast mich aber gesehen, oder? Ja. Okay. Jetzt auf einmal. Peter hat Christian gesehen. Ja, da haben wir schon vor 2 Minuten geholfen. Ich glaube, Jay ist so richtig ins Game, Junge. Ja, glaube der ich hört auch. Uns nur so bruchstückmäßig zu. Oh mein Gott! Das ist eine ganz schlechte Sache! Eigentlich wollte ich... What? What? Das ist mit dem Raketenwerfer gekillt. Ich hab aus Versehen! Ich hab Tab gedrückt und hatte mir die Pistole ausgewählt. Dann hat er eine Granate ausgewählt gehabt, die ich auf Sepp geworfen hab. Toll. Aber danach habe ich ihn noch mit der Pistole erschossen, weil ich schnell genug gewechselt hab. Also wie viel andere Unschuldige hast du mit in den Tod gezogen? Sehr viele. Toll. Fahndungslevel mal schnell beenden. Nett. Okay, ich glaube, Jonathan hat mich gefunden. Ich glaube auch. Ich habe auch gedacht, das wär's du. Kein NPC läuft außen um eine Laterne oder eine Palme rum. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber, okay,
fast auf der... Nee. Okay. Ich, ja, okay. Ich dachte, wenn man Tab drückt, dann wählt man die letzte benutzte Waffe aus. Ich hatte auch die schallgedämpfte Pistole, hab Tab gedrückt und dann hatte der das Scharfschützengewehr bei Peter gezogen. T-Shirts mit Muster sind übrigens auch Gift. Im Erkennen. Weil NPCs keine Muster tragen, gefühlt. Ich frage mich gerade eher, welche NPCs. Ja, das ist echt problematisch. Also hier laufen NPCs rum. Aber nicht viele, sagen wir mal so. Oh, da machen die ihre Cabrios, werden auch wieder Cabrios gerade. Ja, mir so fährt ein Cabrio vorbei. Feder. Ja, gibt wahrscheinlich eine Menge Cabrios. Ja, oder du bist ziemlich nah bei mir. Feder, welche Farbe hatte das denn? Da habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, das hast du wahrscheinlich schon wieder vergessen. Oh, Peter, I'm coming to get you. Guckst du eh wahrscheinlich in irgendeinem Schaufenster rum, oder? Weiß ich nicht. Fuck me! Peter, wie kann man denn auch nur sich tausendmal richtig hinstellen? Ja, das war halt falsch. Ich konnte die scheiß Steuerung war nicht richtig. Oh, Peter, Mann, ey. Du machst aber auch einem einfach. Oh, drop your weapon, ja, deine Mutter. So. Ich kann mein Fahndungslevel nicht beenden. Okay, ich muss mich hier kurz verstecken im Busch. Aber Christian war in deiner Nähe, ne? Hast du, Sepp, bist du schon dabei, die Map aufzunehmen? Ja! Okay, dann nehm ich mal die Map auf, wa? Ah, okay. Alles klar. Husan, Flippi. Wo bist du? Du warst direkt neben Peter, oder? Hast du mich gerade gesehen bei meiner Mordtat? Sicher? Wer weiß. Alter, ich hab ein... Was ist das? Ich hab ein Hitlerbart. Was? Ja, ist ja nichts Neues. Den überklebst du ja in den Aufnahmen immer nur. Das ist do not block. Alter, ich hab wirklich so ein Hitlerbärschen. Das sollte mal hier in Europa so gut funktionieren. The fuck? Platzierst du dich bitte auch nochmal von Fenster vor zurück. Das macht's einen. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mir genau dann dabei zuguckst? Das ist doch echt scheiße. Guck mal, die machen jetzt alle Cabrios. Da kommt mir ein Cabrio direkt dagegen. Bevor ich um die Ecke gekommen bin, habe ich schon gesagt, Peter guckt ins Fenster. Und dann gucke ich um die Ecke und Peter guckt ins Fenster. Das war schon gut. Alter, LKW, was ist falsch mit dir? Das fuckt natürlich hier ab jetzt gerade, wo ich bin. Was ist denn da? Nix. Fuckt richtig ab, dass die Laufgeräusche nicht zu den Schritten passen. Hä? Ja, dann habe ich nicht das Problem. Die sind immer ein Stück zu früh. Ah, es wird schon nicht so auffällig sein. Nö. Komm mal kurz her, Dame. Dankeschön. So. Hast du nicht gesehen, ne? Nö. Das ist ganz schön schnell, die Karre. Was doch eine Kacke, Mann. Scheiße. Ist hier weg.
Guck mal, wer ist da? Oh, ich habe eine Fliege vom Fenster bekommen. Sepp gefunden. Möglicherweise habe ich Sepp gefunden. Aber wenn Christian weiß, wer ich bin, dann kann ich ja auch jetzt wie so ein Spasti rumfahren. Versuchen zu killen. Wo ja, bist du? Vorher hast du dich natürlich komplett daran gehalten. Hab ich! Aber jetzt kannst du halt auch auf mich schießen. Das ist das Problem. Oh mein Gott! Oh Gott, jetzt zieht sie gerade. Oh mein Gott, ich hasse es daran! Ich hatte schon zwei Schuss, ich hab nur einen Schuss. Du warst doch der Ranger! Das Geile ist, ich hatte keine Ahnung, in welchem Auto du sitzt. Da kommt da so ein weißer Schwack hier angefahren. Oh nein! Gott! Doch, hier hab ich platt gefahren. Oh Mann, ich hatte keine Ahnung, in welchem Auto du sitzt. Aber du nimmst ja nicht so einen langsamen Scheißwagen. Du hast mich mega verunsichert damit, weil du voll getroffen hast. Da zieht mit, den, oh, das ist wieder mit Tapp den Raketenwerfer. Ich hätte ihn gestanden. Ja, das ist mein Problem. Das ist mein Problem gewesen bei Sepp. Belastet. Aber gut. Aber der hat zwei Leute gekillt. Drei. Hallo? Er hat alle drei bekommen. Ja, stimmt. Alle drei bekommen, stimmt. Hat er. Alle drei. Not bad, dafür, dass du letztes Mal echt ein richtig mieser Typ warst. Ja, da habe ich alle abgeschossen. Das stimmt, ich erinnere mich. Ja. Oh Gott, das war schlimm. Ja, definitiv verbessert die Leistung. Ja, Mann. Und das war mal wieder eine GTA Online Challenge, Shitman Challenge. Was würdet ihr gerne als nächste Challenge sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Peter hat ein schwarzes T-Shirt bestimmt wieder an. Habe ich auch. Also ich habe eins. Das eine.